Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, das erste, was wir machen wollen, ist Zeug loswerden, weil wir viel zu viel Zeug mit uns rumschleppen. Hier und dort. Und wir Zeug loswerden wollen. Und ja. Geringe Zauberabwehr befindet sich bereits im Zauberbuch und der Behälter ist voll. Orakel können wir nicht lernen. Und das befindet sich bereits im Zauberbuch. Gut. Ja, keine große Herausforderung. Und wir sollten mal gucken wegen Pfeilen für ihn und Schleuderkugeln für sie. Wobei er ziemlich vollgepackt ist mit Pfeilen. Die können wir gerade nicht identifizieren, weil die Identifizierungsbrille schon verbraucht ist für heute. Ja, die Schriftrollen und alles können auch weg. Hier haben wir auch noch Zeug drin, was identifiziert werden muss. Und ein paar Nachrichten, die wir rausschmeißen können. Gerade die beiden Sachen. Und das hier können wir auch dann rausschmeißen. Irgendwo in der Nähe von der Promenade am besten. Gut, wir wollen erstmal Zeug verkaufen. Ja, zeigt mir mal, was ihr im Angebot habt. Die Sachen werden sogar ein bisschen was wert beim richtigen Händler. Hm? Jetzt aber erstmal die drei Sachen verkaufen. So. Was haben wir bei dir? Gewitterbolzen, Schutzumhang, Wurfpfeile, Verletzungspfeile. Kurzschwert und Schleuder, orkische Lederrüstung brauchen wir nicht mehr. So. Minsk hat das Kettenhemd des Todes, was wir nicht mehr brauchen. Und jede Menge Zweihandschwerter plus 1, die wir nicht mehr brauchen. Plattenpanzer plus 1. Die Düsterklingenhelebarde. Die Kälteschaden macht, die keiner tragen kann. Speer, Bastardschwert und der Reflexionsschild. Du hast nichts von Wert. Oh, er würde Lillins Tagebuch kaufen. Aber nee, solche Questgegenstände behalten wir lieber. Beziehungsweise lagern sie irgendwo. So, wir machen lieber erstmal die Edelsteine hier zu Geld. Und die Ringe und alles. Gut. Die Zauber kennt sie alle, beziehungsweise können sie nicht mehr lernen. Und hier drin hat sie Magiebann wollten wir behalten. Melfsäurefall auch. Da ist nochmal eine gierige Zauberabwehr und ein Orakel. Blitzstrahl. Ne, den Blitzstrahl behalte ich mal, aber schmieren kann weg. Magie durchdringen. Zauberschutz durchdringen. Behalte ich auch mal alles. Beutel schließen. Fertig. So. Ist bei allen einigermaßen aufgeräumt wieder. Holen wir noch das Zeug raus, was ich irgendwo draußen in der Promenade bunkern will. Ja, das ist von den Hafenspielern, also von den Hafnern gewesen. Schattendiebe-Nachricht.
Mr. Pleuer, der kann auch raus. Den brauchen wir ja auch nicht mehr. Und Proklamation an die Gildenmitglieder. Also das kann dann alles mal weg. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja, unser Inventar ist auch wieder ziemlich voll. Was immer ihr wünscht. Oh, achso, wir wollten ja noch was einkaufen gehen. Ich warte. Natürlich. Versucht keine Tricks, ich beobachte euch. Ja. Lieber Tauschmann, stets zu Diensten. Also für Harry auf jeden Fall Schleuderkugeln, gute. Kosten ja auch ein paar Goldmünzen. So, jetzt hat sie wieder 3 Stacks, das sollte reichen. Für Yoshimo bräuchten wir Pfeile. Plus 1, die sind zum Glück etwas billiger. 2 Stacks, na, machen wir 3 Stacks, die sollten reichen. Das ist alles nur Geschmeide, den wir nicht brauchen. Zepter der Auferstehung, Ring der Luftbeherrschung. Gürtel der Hügelriesenstärke. Träger kriegt Stärke 19. Das wäre etwas für Keldon. Ist auch etwas teuer, das gute Stück. Aber wäre zu gebrauchen, weil Keldon hat nur Stärke 17. Stärke 19 würde ihm auch recht gut tun. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Mhm. Deswegen sind wir auch hier. Prinz Stab, das ist ein Kampfstab, der wäre was für Airy. Aber sie ist ja eher die Fernkämpferin. Langschwert, Kurzschwert, Bastardschwert, Zweihänder. Schwere Armbrust. Ein Haufen schwere Armbrüste und Riesenhaararmbrust. Für dich hätten wir nur Kurzbogen plus 2, aber da hast du, glaube ich, auch schon einen besseren. Bolzen, ja. Panzer. Rüstung der tiefsten Nacht. Was hat eigentlich Yoshimo jetzt für eine Rüstung an? Geschenk der Nacht. Also ja, das ist auf jeden Fall besser. Was können wir für euch tun, damit eure Träume heute wahr werden? Mir Sachen verkaufen. Schutzamulett und so brauche ich nicht. Energiering auch nicht unbedingt. Schilde braucht auch keiner. Plattenpanzer. Egas Haut, das ist ein Kettenhemd. Rüstungsklasse 3. Träger ist immun gegen Verwirrung. Feuerkette und Säureresistenz. Nee, brauchen wir gerade auch nicht. Da, Schutzformel gegen Säure wäre auf jeden Fall nicht schlecht und gegen Gift. Paar Zauber. Ich wollte den Gürtel, ja. Das ist eine schöne Investition, meiner Meinung nach. Weil jetzt kann er auch einen Haufen tragen und hat einen Haufen Stärke noch dazu. Das macht Keldon ziemlich stark jetzt für uns. Das heißt, wir haben 3 Muskelpakete hier, mehr oder weniger, in der Frontreihe. Gut. Mehr brauchen wir gerade nicht. Yoshimo, du kriegst Pfeile. Du hast deine Bolzen. Deine Kugeln. Also können wir raus hier. Und ja, ich habe da eigentlich den perfekten Ort zum Lagern von Sachen. Nämlich die Fratze hier oben. In Städten wimmelt es immer von Bösen und von Verfahren. Lasst uns hier einmal rumstöbern und sehen, was wir aufscheuchen. Zum Glück sind solche Dinger immer unendlich groß.
Also ich bin sicher, wir könnten noch mehr reinpacken, aber das will ich nicht. So. Denn den ganzen Rest brauchen wir eigentlich noch. Die Sachen hier. Ja. Die Stäbe kann sie immer noch nicht so identifizieren. Dafür braucht man ziemlich hohe Sagenkunde, würde ich sagen. Was ist mit den beiden Schutzformeln? Ne. Kann sie auch nicht so identifizieren. Okay. Keine große Herausforderung. Ich warte nun gut. So, wir haben uns im Hafenviertel fertig umgeschaut. Wir haben uns in dem im Regierungs- und im Tempelviertel umgeschaut. Wir sind schon mal ins Brückelviertel gegangen. Wo wir noch nicht fertig waren, waren auf jeden Fall die Slums. Also ja, wir waren in allen Vierteln bis auf den Friedhof schon mal. Stadttore war recht klein, haben wir uns umgeguckt. Die beiden haben wir gemacht, die Promenade auch. Die Docks haben wir fertig, die Brücke haben wir nur angekratzt. Wir sollten uns mal die Slums zu Ende angucken. Und dann will ich irgendwann mal in die Windspeerhügel als nächstes gehen. Wir sind allesamt Helden, ihr... Also ja, in die Sphäre werden wir noch nicht rein können, weil wir Viga Cortala nicht dabei haben. Das ist das Ding hier oben, was einfach mal so erschienen ist. Irgendwie scheint sich die gigantische Sphäre der Struktur der umliegenden Gebäude materialisiert und sie dadurch abgetrennt zu haben. Ja, die Sphäre steckt also mittendrin. Und der Eingang zur Sphäre liegt dort. Wir können den Tempel des Emata besuchen. Wir können Jan Jansens Haus besuchen. Obdachlosenheim und das Ding, das haben wir schon besucht. Wir gehen einmal so rum. Gucken uns dann hier oben um und dann verlassen wir das Viertel wieder über den Ausgang, über den wir reingekommen sind. Nein. Du bist der Ausrufer des Viertels. Bettler. Da ist Kylie Jansen. Also Jan Jansens Schwester. Gucken wir mal, ob Jan Jansen anwesend ist. Ja, erzählt mir mehr davon. Ihr seid ein Fremder. Kätzchen pupst immer ins Rübenbeet und Mama wird böse. Ja, gut. Wer seid ihr? Ihr seid echt, echt hässlich. Danke, Todd. Kinder sind ja immer ehrlich. Ma Jansen. Wie geht's? Ihr müsst Freunde von Ihr müsst Freunde von Jansen sein, so wie ihr gekleidet seid in eurer Rüstung. Wenn er nicht hier ist, könnt ihr ihn im Regierungsviertel beim Verkauf von Rüben antreffen. Oder er ist unten im Garten. Durch eine Luke im Dach und ein Loch im Boden dringt Licht in den Keller hinunter. Ja, wir werden die Familie Jansen jetzt nicht ums Geld erleichtern. Wir gucken lieber mal kurz runter. Ja, da ist Jan. Und Onkel Gerhard. Ich wollte hier nur ein paar Blümchen pflücken, ehrlich. Wo ist bloß dieses verflixte Huhn? Ich glaube, es hat meine Wurst geklaut. Ja, was ist das für ein Trank gewesen? Trank der Freiheit. Oh, nichts wirklich was Besonderes. Gucken wir mal die anderen Sachen durch. 4 Gold. Verschlossen und auch verschlossen. Da muss Yoshimo ran. Wie ihr wünscht. Also ziehen wir mal die ganze Gruppe nach. Fragt nur. Nun gut. Hat Jan was Neues? Tante Petunias Bart? Ein Schatten aus meiner Vergangenheit? Kommt ihr mich vielleicht heimsuchen, um ein paar Steckrüben zu kaufen?
Ich kann nicht aufhören zu plaudern, vielleicht ein anderes Mal. Wie ihr wollt und denkt immer dran, Jansens Steckrüben sind die besten Steckrüben. Lebt wohl. Was brauche ich, kann auch auf einer Nadelspitze tanzen.